Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles. Ja, ich habe uns hier offscreen schon mal wieder ein paar Werkstätten und so aufgebaut, ne? So das Nötigste erstmal. Jetzt brauchen wir tatsächlich mal eben hier du folgen. Wir müssen ein paar Krokodile jagen. Ja, da unten sind gleich schon drei. Ach, ich gehe mal den falschen Weg runter hier. Genau, die Treppe nach da oben ist auch fertig. So, jetzt wollen wir uns mal die Krogis da schnappen. Und, gut. Lass erstmal nur den einen kommen. Jetzt bist du dran. So. Fängt ja schon gut an. Ich bin schon überlastet. Ach, ich wollte mich ausladen, ne? Jetzt mach den doch mal weg. So, komm mal her. Die muss ich nämlich auch ausladen. Die hat auch ganz schön viel schon wieder entstecken hier. Nimm mal die Tierhaut und dann geht's. Komm, wir laden uns mal eben aus, bevor wir da unten weitermachen. So, ein Kollege von mir meinte, ich soll mal mich da oben an dem Reisejournal entlanghangeln, um hier eine Richtung zu kriegen, wo es hingeht. Und ja, da werde ich jetzt auch, das werde ich jetzt auch tun. So, hier, das kann erstmal zurück. Achso, eine Kiste wollte ich noch aufbauen, wenn ich kann. Deko, Lager, Kiste. Was fehlt denn dafür? Zwirn. Ach so. Und Holz. Ach, deswegen war ich da unten. Ich wollte Holz sammeln. Genau so war's. Aber ich muss mich erstmal ein bisschen leer räumen, sonst brauche ich nicht sammeln gehen, ne? Ich habe doch Zwirn. Ich brauche 12. Dann mach doch nochmal 2 Zwirn. Aber pack das erstmal kurz hier rüber. So, 2 Zwirn. Dann nehme hier eben das Holz raus. Dann können wir wenigstens die Kiste bauen. Und gehst du mir aus dem Weg? Komm. Ja, genau. Schlag mir die Tür vor der Nase zu. So, jetzt wollte ich erstmal die Kiste kurz hier. Schön Nachtschränkchen. So, das kann da rein. Das. Den Gerbertisch muss ich eh noch aufbauen. Das kommt jetzt gleich vorne beim Chefkoch mit rein. Hier, das kommt noch bei dem Gerber mit rein. Eisen hat er noch. Genau. Oi. 860 Reptilienhaut. Mann, haben wir hier viele Krogus gekillt, ey. Komm, renn hier. Machen wir weiter. Ach, Rinde brauchen wir. Okay, Rinde müssen wir auch sammeln. Holz müssen wir sammeln. Gut. Wollte ich euch jetzt eigentlich nicht beiholen, aber gut, nützt jetzt nichts, ne? Genau. Ich wollte diese Häuser da aufbauen. Das machen wir jetzt mal eben. Dazu müssen wir uns erstmal der Krokis entledigen. Komm du dahin. Die steigt auch immer mehr auf. Ich weiß, Einser bringen uns nichts, aber... Hat er mich doch mal erwischt, der Sack, ey. Oh, ich habe eine Blutungswunde. Er da auch. Und schon hat er mich wieder erwischt. Ja, ich blute auch schon wieder. Und wie sieht es bei dir aus? Die Blutung ist schon wieder gestoppt, ne? Ah, die ist immer noch vollgepackt. Scheiße, dann habe ich wieder vergessen, ne?
Wir haben genug Reptilienhaut. Jetzt wollte ich hier diese Häuser aufbauen. Genau. Werkstätten, Landwirtschaft war das, ne? Jetzt fehlt mir der Zwirn, wenn ich gehe im Arsch. So, ich brauche erstmal ein bisschen Pflanzenfasern. Wie viel Zwirn kann ich in der Zwischenzeit machen? 10 herstellen, ja. So. Ja, die wollte ich auch nochmal mitnehmen. Dann kann ich nämlich bald neue bauen. So, da hinten. Ja. Da spawnt noch nichts Neues, ne? Oder? Da hinten ist erst wieder ein Cookie. Ach, jetzt haben wir doch schon wieder gut Aloe Vera gesammelt. Gut, gut. Genau. Jetzt müsste ich doch diese Fischreuse aufbauen können, ne? Was fehlt denn noch? Ach, jetzt habe ich die Teile weggepackt. Ich bin so bescheuert, ne? So, dann lass mal gucken hier. Hier. Hä? Wieso kann ich das denn hier nicht setzen? Ist das zu seicht oder was? Wo habe ich denn tieferes Gewässer? Ah! Wer bist du denn? Wo kommst du denn weg? Ach, Mist. Musst ausgerechnet, jetzt musst du mich erwischen. So. Oh, gegen 4. Ja. Ich komme ja. Na, du solltest mich jetzt nicht erwischen eigentlich. Jetzt sind die Messer kaputt. Oh Mann. Hier. Schnell mal was trinken. Du auch. Gib mir mal die Steinchen. Nimm dann mal eben. Und benutz das doch mal eben. So, ich danke dir. Sind die Messer kaputt und mir fehlt zum Reparieren Eisen. Ja, 23 Eisen. Oh Mann. Jetzt wollte ich ja gucken, ob es hier irgendwo eine tiefere Stelle gibt. Ja, da haben wir einen. Gut. Dann lass mal hier nochmal irgendwie. Was muss ich denn da reintun als Köder? Die hier? Yo, 60 Fische. Gut, dann muss ich mal einen Fisch fangen. Gut, das haben wir. Dann ist als nächstes Samenpflanzen angesagt. Das würde ich jetzt als nächstes machen, ne? So, da würde ich mir aber erstmal nur so einen Pflanztrog bauen, oder? Ziegel fehlen mir dafür. Oder diese geformtes Holz. Ah, jetzt habe ich gar kein neues Holz geholt, ne? Aber geformtes Holz, wie viel brauchte ich? Oh, 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 oh. Sieben müsste passen, oder? Ja. Sieben müsste passen. So, dann können wir trotzdem noch mal eben schnell die Gunst der Stunde nutzen und uns Holz farmen.
Ja, aber da habe ich gesagt, was brauchte ich jetzt noch hier? So, was fehlt mir denn hier jetzt? Info. Schießen. Hier. Das finde ich echt schwer erklärt, ne? Jetzt weiß ich nicht, was mir hier fehlt. Ja, keine Ahnung. Erde, schätze ich mal. Aber wo kriege ich das her? Wo kriege ich denn jetzt hier sowas wie Erde her? Das ist immer sehr schlecht erklärt, finde ich. Ja, tut mir leid, aber muss ich leider so sagen, ne? Also in-game schlecht erklärt, denke ich. Weiß ich aber auch noch nicht. So, wir machen jetzt mal eben hier, gucken, was wir noch alle wieder freischalten könnten. Gärtner. Ne, glaube nicht, dass ich den jetzt brauche. Ja, da ist sie dahin. Ne, im Moment weiß ich noch nicht, was ich freischalten muss. Die hier soll wichtig sein, habe ich gehört. Dann schalten wir die doch nochmal frei. Räuberrüstungen. Die haben 17er Wert, sehen gut aus, sind relativ leicht, ne? Rüstungsmachermeister. Verbesserte Werkbank eines Rüstungsmachers. Schalt mal frei. Ich soll ja sowieso noch eine verbesserte Werkbank aufbauen. Zimmerermeister. Rasierrinde. Ja, dann machen wir den auch frei. Haben wir da auch eine verbesserte Geschichte. Und den Meisterschmied noch. Dann brauche ich aber Stahlwerkzeuge. Die habe ich zwar freigeschaltet, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich Stahlbarren mache. Wahrscheinlich brauche ich dafür diesen Ofen, ne? Schalt den mal frei. Ja, wahrscheinlich brauche ich Stahl, um den Ofen zu bauen. Nein, Quatsch. Glaube ich nicht. Aber ich brauche Ziegel. Okay, Ziegel zu kriegen ist ja jetzt nicht das Problem, ne? Aber hier für den... Für die verbesserte Werkbänke brauche ich Rüstungs, hier, Stahl und so. So. Jetzt wollte ich aber trotzdem noch irgendwas aufbauen. Ach komm, wir gucken mal bei den Attributen. Ich habe 2 Punkte. Ich würde gerne noch mal hier einen Punkt in die Vitalität geben und einen Stehvermögen. Verbessert deine Rüstung um ein Fünftel deiner aktuellen Ausdauer. Dann nehmen wir lieber das, dass sie sich schneller regeneriert. Das finde ich sinnvoller. Jetzt wollte ich noch hier, die kann ich reparieren. Genau, die wollte ich wieder reparieren. Die muss ich auch schon bald reparieren. Ja, komm, dann reparier die auch.
Jetzt wollte ich noch irgendeine Werkbank aufbauen. Schmieden nicht. Werkbank eines Zimmers. Dafür brauche ich erstmal andere Geschichten hier, ne? So, Alchemie, nein. Eine Gruppe von gefährlichen Tieren ist nicht zu füttern, ist für gewöhnlich nicht allzu lange problematisch. Da muss ich nämlich auch noch gucken, dass ich meinen Kroko bald hole, ne? Ja. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich an so Erde komme. Da habe ich gar keine Ahnung von. Ich wollte irgendwas aufbauen. Nee, die nicht. Hier baue ich dann schon mal die verbesserten Werkstätten auf, aber ich brauche trotzdem hier so einen Schmied, ne? Genau. Ist nicht ganz perfekt hier, das lässt sich aber auch schwer machen, finde ich. Okay. Ach da. Ah, automatisch hier. Jetzt will ich mal eben hier so ein Fundament kurz. Und dann mit R. Mit R? Aha. Darf ich jetzt nicht? Hä? Nee, schnalle ich jetzt gerade nicht. Das klappt nicht. Mit Shift, ja. Kann ich Höhe anpassen. Auch nicht wirklich. Ach, was weiß ich. Da muss ich mich noch mal ein bisschen durchfuchsen, wie die Steuerung hier vernünftig funktioniert. Ach, Rinde habe ich ganz vergessen. Siehst du wohl. Naja, das hole ich mir dann auf Screen eben. So, die sind auch schon wieder nachgespawnt. Ja, Samenpflanzen und eine verbesserte Werkstatt erschaffen. Dafür brauche ich ja dann erstmal die neue Schmiede, ne? Und die brauche ich, dafür brauche ich Ziegel. Heißt, hau mal Steine hier rein. Kann ich das jetzt hier irgendwie... Hallo? Jetzt bin ich aber langsam verwirrt. Hallo? Also, mach mal diese Scheiße aus. Jetzt geh mal hier rein. So, jetzt hat er das noch da drinne. So, jetzt mache ich das an. Nein, ich möchte jetzt erst Ziegel bauen. Nimm mal das raus. So, den mach noch fertig. Und dann bau das. Weil wir haben ja schon ein paar Eisendinger. So. Nee, du sollst nicht zuerst Eisen bauen. Kann man die Reihenfolge hier nicht verändern? Ich das jetzt hier mache, kann ich die Priorität nicht verschieben hier?
Anscheinend nicht. Das ist ja irgendwie blöd, ne? Das wäre natürlich cool, wenn man hier mal die Dings hier, die Reihenfolge ändern könnte. Naja, lassen mal Dings machen. Was haben wir denn noch im Journal offen? Nur die drei, ne? Und dann sind wir schon hier. Ein paar habe ich aus Versehen schon erledigt. Jemanden zum Reden finden. Das hatte ich alles gemacht hier, ne? Ja. So, wie sieht es hier denn noch aus? Haben wir irgendwas erledigt? Jawohl. Noch eine erledigt. Jawohl. Battle Pass. Wie weit wären wir denn? Die kostenlosen kann ich auch so nehmen. Ah. Wir sind schon hier. Nee. Wo sind wir denn? Wir haben jetzt das hier freigeschaltet, oder? Nee, wir sind vier. Brauner Mulch. Den habe ich freigeschaltet. Wie komme ich da jetzt dran? Wo kriege ich denn sowas wie die Erde und so? Das muss ich mich vor der nächsten Folge mal schlau machen. Es gibt ja keine Schippe, mit der ich buddeln könnte, oder? Gibt's sowas? Warte mal. Schau. Das ist jetzt echt mal eine gute Frage. Wie komme ich denn an diese Dingensgeschichte? Also ihr dürft mir da auch gerne Tipps geben, aber vor der nächsten Folge gucke ich mir das auch selber nochmal an, wie wir das hinkriegen. So, machen wir erstmal den da rein. Das Fleisch kann ich schon wieder wegpacken. Achso, hier ist alles durchgebrutzelt. Gut. Oh, trinken könnte ich mal. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, ich wollte mir da oben das Lager auch nochmal angucken. Komm, du Leibeigene. Ja, da ist sie. Das wollte ich mir nämlich auch gerne nochmal hier angucken. So, ich schicke mal die Tuse vor. Bin ja schon ein Feigling, ne? Ist da keiner? Ich meine, man kann ja so sein. Sind die Lager leer, wenn ich mich da in der Nähe platziere? Zeugenlager habe ich entdeckt. Okay. Die nehme ich wohl, aber die, das brauche ich nicht. Das Holz kann ich nehmen, das kann ich nehmen, das kann ich nehmen. Aber hier ist irgendwie nichts mehr los, ne? Da ist eine Steinnase. Mehr nicht. Eine Steinnase bloß. Jetzt dachte ich mir, ich gucke mir das Lager hier an. Dann ist hier nichts mehr los, ne? Da ist auch eine Steinnase unterwegs. Gut.
Ja, komm, dann gucken wir uns das da vorne noch an. Was soll's? Ist ja nur die eine Steinnase hier. Hoffe ich. So, komm, holen wir. Das Schöne ist nämlich, er lenkt die ab. Oder sie. Was haben wir denn hier für eine Formation? Haben wir hier irgendwas? Hier scheint irgendein Windspiel zu sein. Der hat nur Stein gebracht. Was? Ist aber jetzt nicht irgendwie was Besonderes, ne? Keine Geister, nix. Ja, dann ist das wahrscheinlich irgendwie eher von da oben erreichbar und dann wird es wieder gefährlicher, ne? Oh, wo kommen die denn jetzt auf einmal alle weg? Diesmal hat er mich zuerst, ja? Die sind wirklich nur Stein, Kohle, Eisenstein. Gut, doch, die geben auch Eisen. Na gut. Ja. Da muss ich dann wahrscheinlich da oben hoch. Ja gut, dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Ich mache mich mal schlau, wie ich hier mit der Dings. Aber wir können doch noch eben zum Abschluss runter zur Fischreuse und mal gucken, was uns das bis hierhin gebracht hat. Ne? Jetzt muss ich nur noch gucken, ist die da vorne? Ne, wo habe ich die denn? Wo ist denn meine Hütte? Die müsste ja in die Richtung liegen, ne? Ja. Da oben ist die, glaube ich. Ja, da hinten. Oha! Hä? Wo hängst du denn bitte fest? So, ciao. So, jetzt gucken wir doch mal hier. Ich muss mir noch mal einen Weg bauen, dass ich auch von da aus nach hier hinkomme. Nicht mal durchs Haus rennen muss, ne? Da vorne ist das Fischding doch. Und da sind wieder 5 Krokodile, ey.
Krass, aber ich will zumindest mal eben den Fischfang fertig haben. Ja, nimm mal alles, bis auf die da. Einen Fischfang haben wir abgeschlossen, sehr geil. So, nun komm. Komm nun. So, ich will wohl nach Hus. Ja, ich habe gelernt, ne, wenn man die Ausdauer komplett aufbraucht, dann gibt es so ein Dingens-Debuff. So ein Erschöpfungs-Debuff, sodass die Ausdauer dann etwas braucht, bis sie regeneriert. Das ist natürlich wichtig zu wissen. So, jetzt habe ich Fisch. Den konnte ich mir hier reinschmeißen, oder? So, kochen wir ein bisschen was. Damit nicht, aber damit. So, okay. Dann kochen wir mal ein bisschen Fisch. Vielleicht. So. Dann haben wir doch hier für heute gut was erreicht, ne? Das Relikt des Abgrundes zerstören. Samenpflanzen. Das machen wir jetzt erstmal zuerst. Erstmal müssen wir gucken, dass wir jetzt hier. Also, für die nächste Folge. Wir bauen in der nächsten Folge diesen Hightech-Ofen auf. Den hier. Ziegel sollten bis dahin durch sein. Ja. Ziegel sollten bis dahin durch sein, wie gesagt. Dann kann ich schon mal hier nochmal ein bisschen Eisen anwerfen. So. Genau. Dann lassen wir so machen. Dann kann ich in der nächsten Folge den Ofen aufbauen. Ja, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.